Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 10 von der Klausur Sommersemester 2021 an. Geben Sie alle Lösungen der Gleichung 3 mal 4x plus 1 minus 2 mal 4 minus x gleich 0 an. Ja, wie gehen wir vor? Ich schreibe die Gleichung erstmal nochmal ab. 4 hoch minus x ist ja nichts anderes als 1 durch 4 hoch x. Und das stört hier natürlich ein bisschen. Wir wollen keinen Bruch haben. Das heißt, es macht ja Sinn, als erstes das Ganze mal 4 hoch x zu multiplizieren. Ja, dann haben wir hier stehen 3 mal 4 hoch x in Klammern zum Quadrat plus 1 mal 4 hoch x minus 2 mal 4 hoch minus x und mal 4 hoch x kürzt sich raus. Also einfach minus 2 gleich 0. So, und jetzt ist es so, dass wir hier die Funktion 4 hoch x drinstehen haben und die Funktion 4 hoch x nochmal zum Quadrat. Und da haben wir darüber gesprochen, da machen wir immer eine Substitution. Also Substitution u gleich 4 hoch x. Und dann, wenn wir das einsetzen, dann sehen wir, dass wir eine quadratische Gleichung haben. 3u² plus u minus 2 gleich 0. Ja, dann können wir die PQ-Formel anwenden, wenn wir das Ganze noch durch 3 dividieren. Also durch 3, dann haben wir da stehen u Quadrat plus 1 Drittel u minus 2 Drittel gleich 0. Ja, dann PQ-Formel x1,2 bzw. u1,2 ist gleich minus b halbe, also minus 1 Drittel halbe sind minus 1 Sechstel plus minus Wurzel b halbe zum Quadrat, also ein Drittel zum Quadrat, p halbe zum Quadrat, also ein Sechstel, ein Drittel halbe, also ein Sechstel zum Quadrat, sind wir bei ein 36stel, minus q, also minus minus zwei Drittel, dann sind wir bei plus, und zwei Drittel schreiben wir nicht, sondern wir bringen das auf 36stel, also mal 12, 2 mal 12 ist 24, also 24 36stel. Okay, dann sehen wir 1 plus 24, dann sind wir bei 25 36stel, das zur Wurzel, dann steht da minus 1 Sechstel plus minus, Wurzel aus 25 ist 5, Wurzel aus 36 ist 6, 5 Sechstel, und damit bekommen wir die erste Lösung U1, das ist minus 1 Sechstel plus 5 Sechstel, sind also 4 Sechstel, 2 Drittel, und die zweite Lösung U2, minus 1 Sechstel minus 5 Sechstel sind minus 6 Sechstel, also minus 1. Okay, also 2 Drittel und minus 1 sind die Lösung dieser quadratischen Gleichung. Aber wir suchen ja hier die Lösung dieser Gleichung, das heißt, wir müssen noch die Rücksubstitution durchführen. Ja, also Rücksubstitution. Wir setzen jetzt für u wieder 4x ein. Also 4 hoch x gleich 2 Drittel. Immer dann, wenn wir ein x im Exponenten haben, dann nutzen wir einen Logarithmus, um diesen aus dem Exponenten zu bekommen. Ich nehme den natürlichen Logarithmus gerne, also ln. Dann wissen wir, ich schreibe die Regel nochmal auf, ln von a hoch n. Da kann ich das n vor den Logarithmus ziehen, dann habe ich n mal ln von a. Genau das mache ich jetzt. Ne? ln 4 hoch x ist also x mal ln von 4 gleich ln von 2 Drittel. Dann teile ich durch ln 4 und ich habe x gleich ln 2 Drittel durch ln 4. Kommt raus minus 0,292. Das gleiche für die zweite Lösung. 4 hoch x gleich minus 1. Wir würden hier das gleiche machen. Und dann würde hier stehen ln von minus 1. Wir wissen, der ln ist nur definiert für positive Zahlen. Das heißt, das kann keine reelle Lösung geben. Das schreiben wir also einfach hinter keine reelle Lösung. Das heißt, die einzige Lösung, die wir haben hier, ist minus 0,292.